Ja, meine Freunde, ihr seht richtig, wir sind hier wieder bei Kick the Boss und zwar nicht beim ersten Teil, das sieht man vielleicht schon ein bisschen an der Atmosphäre, sondern bei Kick the Boss 2. Ja, und wir müssen uns mal ein bisschen vertraut machen hier mit der Umgebung und was ist nun los hier? Ach Mensch, jetzt klingelt hier direkt das Handy, ne? Das macht nichts. Ja, jetzt habe ich mich auch noch verschrieben hier, so eine Scheiße. Und dafür muss natürlich irgendwer Rache nehmen. Und wer ist da besser geeignet als der Boss? Und direkt mit der Boxpistole ist das erste Instrument, was man kaufen kann, um den kleinen Chef ein wenig zu quälen. Und ich dachte mir einfach mal so, das probieren wir direkt mal aus. Und zwar immer direkt auf den Kopf drauf, damit der Boss auch ordentlich was zu meckern hat. So, nun hängt er da oben am Lautsprecher fest, ne? Jetzt muss man den natürlich irgendwie wieder rauskriegen. So geht das ja hier nicht weiter. Wir wollen ihn weiterhin grün und blau schlagen. Was ist das? Was kann ich denn hier oben machen? Ach so. Ja, ich könnte jetzt hier irgendwas dran kritzeln. Keine Ahnung was, weil wenn ich immer loslasse, dann hat sich die Sache ja erledigt. Ja, weiterhin muss der Boss natürlich dafür leiden, egal weswegen. Er kriegt einfach weg vor den Kopf. So, und dann wollen wir mal gucken. Es backt so ein bisschen, muss ich sagen. Ja, das meine ich mit Backen hier. Der erste Teil lief relativ flüssig. Und der hier läuft auch relativ gut, wenn er sich dann mal hier mit den vielen Nachladezeiten regelrecht im Zaum hält. Ja, jetzt können wir den Boss hier natürlich mit Eiern beschmeißen, die ich natürlich vorher auch schon erobert habe. Er meckert natürlich noch, aber das hat alles gar keinen Zweck. Na nu, hier oben noch mal gucken. Wollen wir direkt mal hier eine vor den Latz hauen. Der hat doch hier ja nichts zu melden, der Bengel. Da kriegt er Wecke. Ich weiß nicht, wie das Auferstehungssystem hier vom Boss wieder ist. Weil wir können ihn ja mal so lange schlagen, bis er umfällt, ob das hier auch so geht. Jetzt ist seine Kleidung schon so ein bisschen zerrissen. Jetzt kommen wir hier raus aus der Ecke, das wird ja langweilig, immer dasselbe. Die Animation vom Gesicht her, beziehungsweise die Beulen, die er so kriegt, ist schon nicht schlecht. Es gibt jetzt hier natürlich die Version, die bei mir gerade hängen geblieben ist. Und natürlich noch eine 17 Plus Version. Ich denke mal, da wird das Blut vielleicht umso mehr fließen. Jetzt hat sich das hier wahrscheinlich verabschiedet, das Programm. Dahin, da ist es wieder, sehr gut. So, dafür muss er natürlich auch leiden. Egal, du bist an allem schuld, Boss. Und ja, da gibt es welche von rechts, da gibt es welche von links und wieder zurück. Oh, und da haben wir ihn schon wieder direkt überfordert. Ach, gucke mal hier. Und zwar habe ich hier 9 Tage übrig, um das Spiel zu spielen. Dann muss ich es wahrscheinlich kaufen. Aha. Jetzt habe ich ja mal Bonus hier gekriegt, hier ohne Ende. Ah, jetzt habe ich ihm ja schon wieder eine reingehauen. Das wollte ich doch eigentlich gar nicht. Ich denke mal, das wird hier so ein kleiner Vorgeschmack sein, so eine Art Demo-Version. Weil dieses Auferstehungssystem, wie wir das so kannten, ist anscheinend nicht mehr vorhanden. Na nun, fliegst du mal hier woanders hin? Wir wollen ja noch mal ein bisschen hier was. Na nu. Ab hier. Hier die Beulen. Ah, in die Sicht, jetzt sind sie wieder weg. Schade. Oh, direkt K.O. geschlagen hier. Doch jetzt hier oben. Ich sehe es. Da oben. Herzen. 23 steht da oben. Der müsste ja direkt wieder auferstehen. Naja, mal gucken. Da ist er wieder. Ja, genau. Da wollen wir mal gucken, was wir hier noch Schönes haben. Wasserpistole, die kann ich gerade nicht holen. Bananen, ja, langweilig. Finger, Liquor. Oh, hier, Jägermeister ist am Start. Wollen wir direkt doch mal kaufen hier. Ja, na dann, wollen wir noch mal gucken hier. Was passiert denn damit? Kann ich jetzt hier den Boss, ach, mit Glasflaschen natürlich bewerfen? Jägermeister und Jack Daniels am Start hier. Ja, ob du jetzt hier nun meckerst oder nicht. Im Moment passiert hier gar nichts mehr. Ach so, hier. Ich kann ihn direkt. Na nu. Immer war weg gegen den Kopf hier. Bengel, komm mal hier. Nimm bitte, dass man das auch hier schön sieht. Na na. Ja, man kann dem Boss eine von Latz zwiebeln.
klappt irgendwie nicht so richtig. Oh, was ist denn das hier? Komm mal her hier. Jawohl. Auch nochmal vorne drauf. Jawohl. So, mal gucken, was haben wir denn noch Schönes hier? Pfefferspray. Das hört sich doch sehr interessant an. Wollen wir den Boss mal mit Pfefferspray belangen hier? Und er ist direkt fix und fertig. Nu, hier. Fix und fertig und heult sich die Seele aus dem Leib. Und das machen wir gleich noch ein paar Mal. Er hat jetzt Hautreizungen, das ist auch wunderbar. Und direkt gestorben. Naja, das ist ja nur Mist. Tja, das ist, sollte eigentlich nicht so schnell gehen. Hier oben noch eine Münze, kann man die nehmen. Jetzt hat sich die Sache gerade wieder erledigt. So dolle buggt es, dass es sich immer zwischendurch mal aufhängt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so an sich macht das Game schon ganz schön viel Spaß. Bisher jetzt schon mal. Mit Kick the Boss hatte ich richtig viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt im Moment würde ich noch mehr Spaß haben, wenn es denn mal nun weiterläuft. Aber irgendwie heizt sich die Rückseite des Tablets bei mir immer gewaltig auf, so wie jetzt gerade. Weiß nicht, woran es jetzt hier liegt. Ob es jetzt hier irgendwie mal weiterladen könnte. Ich weiß nicht, was der für ein Problem hat hier. Wäre mal nicht schlecht, wenn es weitergehen würde. Wir müssen doch hier nicht die Review gleich wieder abbrechen, deswegen. Ah, da zuckt er doch schon wieder. Jetzt, da ist er wieder. Da, er ist wieder da. So, na gut. Na, da dreht er sich auch wieder von mir weg. Jetzt, aber so um geht's weiter, Freundchen. Sag mal, ist jetzt hier eine Meise oder was? Jetzt dreht er am Rad. Müssen wir halt mal so versuchen. So, mein Freund. Ja, ob du jetzt hier meckerst, was haben wir denn hier? Eine Nerdgun, Pfefferspray, das haben wir schon. Was ist denn das hier? Vasen, ein Taser, was habe ich denn jetzt gekauft? Ich wollte doch überhaupt nichts kaufen, so eine scheiß Vase, die wollte ich doch gar nicht. Scheiße hier. Gibt's Zwecke vorm Turm, Freund. So, und jetzt schmeißen wir den Bengel da mal rein. Oh, jetzt sagt er mir auch noch schon direkt Akku leer gezogen hier. So, drehen wir den Spaß mal um. Jetzt lassen wir den Boss da mal volle Kanne reinkrachen. Na, passiert natürlich wieder mal nicht. So. Aber er ist, muss man mal sagen, hier an den Füßen ist er schon gut blutig. Man beachte mal die schönen Splitter. Ja, gut, oder auch die Münzen, die er wieder wirft, weil er wieder gestorben ist. Vielleicht steht er ja nochmal auf, sonst müssen wir ihn noch weiter quälen, auch wenn er tot ist. Also richtig haut das hier nicht hin. Jetzt. Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen, das gefällt mir ja überhaupt gar nicht hier mit diesem. Dann nehmen wir doch direkt mal hier dieses Gebiss. Was? Wie, ich habe nicht genug Coins. Was bieten die mir hier an? $99? Ach, in echt soll ich das jetzt hier bezahlen? Ich meine, irgendein Haken muss das Spiel haben. Ach, 2000. Bin ich blind, Mensch, das soll ich gar nicht lesen. Ja, na gut, dann nehmen wir dieses halt nicht. Aber wir hätten doch bestimmt noch was anderes. Ach, hier oben haben wir doch noch die ganzen Sachen. Och, hier Waffen, wunderbar. Gibt's hier irgendwas für Diamanten? Ich meine, das muss man ja irgendwie verwenden können. 50 Diamanten habe ich. So, was haben wir denn hier noch Schönes? Molotow-Cocktails. Aber alles nur mit diesem Scheiß hier zu bezahlen. Das ist doch bekloppt. Halt der Fresse. Also, wie ihr seht, ist es wirklich ausgeartet bisher. Jetzt klingelt das Telefon hier auch noch direkt. Mensch, was soll denn man das hier? Das ist ja richtig gemein. Aber das interessiert mich jetzt hier gar nicht. Muss derjenige halt mal warten. Was, wie? Man kann ja auch... Ach, gucke. Man kann ihn auch noch umziehen hier. Das ist ja interessant. Was habe ich denn jetzt hier? 3 Diamonds. Ich habe ja verfickte Diamonds, aber wofür brauche ich die denn überhaupt? Ach, da oben. Für 15 Mal Leben noch mehr. Was haben wir hier noch? Na, jetzt hat er sich doch wieder aufgehangen hier. Hat sich die Sache schon wieder direkt erledigt. Ob es hier irgendwie nochmal was wird. Also wenn ich das hier richtig interpretiere, 40 Mal von diesen Diamanten sind 15 Leben mehr. Tja. Und somit verabschiedet sich die App auch gleich noch ein letztes Mal. Level-System ist auch vorhanden.
Und zwar hier unten, wenn man sieht, ich bin gerade Level 3, fast Level 4. Wenn ich es dann heute nochmal hier zum Laufen kriegen würde. Ja, da ist er auch schon wieder. Aha. Na, ja, er braucht immer seine 5 Minuten, ne? Ja, ne, dann holen wir halt so, hat er halt 37 Leben. Wie dem nun auch sei, ist mir das egal. Aber dann werde ich jetzt mich dazu nicht zufrieden geben. Ich werde ihn jetzt hier einfach direkt weiter boxen. Es geht ja eigentlich nur um ein bisschen Fun und Entertainment. Wir hauen den jetzt hier grün und blau. Wir wollen ja schließlich ein bisschen was freispielen. Nur beweg dich mal hier ein bisschen. So, wunderbar. Da haben wir einen Finisher schon drin gehabt. Zack, kriegt er direkt wieder eine. Batz. Wunderbar. Was haben wir denn jetzt hier oben? Ich habe eine andere Map freigespielt. Ah, jetzt kommen wir auch schon zum interessanten Punkt. Wir können hier irgendetwas erbauen, und zwar so eine Art Spielplatz, wenn ich das hier so sehe. Na, haben wir es jetzt? Er hängt doch schon wieder hier. Wahnsinn. Also das ist echt der absolute Hammer hier mit dieser Hängerei. Muss vielleicht mal ein Update her. Ist ja noch nicht zu lange auf dem Markt, die App, die letzten paar Tage. Ja, wenn ich jetzt hier upspeeden will. Wie geht denn das jetzt hier? Passiert wieder mal gar nichts. Ich bin im Level 4 Student. Tja, ich denke mal, wenn das jetzt hier auch weiterhin so hängt, kommen wir nicht drum rum, einfach nochmal ein zweites Video drüber zu machen. Vielleicht sogar auch eins. Entweder das läuft nochmal besser. Ach, jetzt hat er es. Er braucht bloß ein bisschen länger. Naja, gut. Gehen wir da direkt doch mal hin. Ich kann also an einem neuen Ort spielen. Aber er dreht sich wieder im Kreis hier. Das ist ja nervig. Was will er mit dem Sandkasten? Will er hier irgendwas? Kann ich den da vielleicht reinstecken hier oder auf der Wippe? Moment mal. Nee, eigentlich wollte ich den. Mensch, Bengel. Tja, nun haben wir hier irgendwie was, wo wir auch immer. Aber wir hauen ihn einfach weiter. Das macht einfach im Moment ein bisschen mehr Fun. Wir hauen ihn jetzt erstmal ein paar Mal. Jetzt hat er auch hier dieses Outfit an. Das muss man doch eigentlich kaufen oder habe ich das jetzt freigespielt? Einfach so. Mal gucken, was kann man denn hier noch mitmachen? Wir hauen ihn einfach. Oh ja, den kriegen wir doch noch. Komm, in die Richtung. Was ist denn das jetzt hier für ein Vieh gewesen, was da oben durchgeflogen ist? Ah, pass mal auf. Alles klar. Naja, siehst du, hier gibt es so viele Möglichkeiten. Alles klar, dann kann man ihn also. Kann ich denn hier auch irgendwas mitmachen? Tatsächlich. Alles klar, das ist ja nicht umsonst, ist das hier der Spielplatz. Nu, setz dich da drauf, Freund. Jawohl, und nochmal weg. Oh, jawohl. Batz, da kriegt er eine vor den Turm. Nu, rüber da, du Homo. Ja, da haben wir ihn auch schon direkt hier. Schön am Arsch. Irgendwie richtig haut das hier nicht so hin. Oh, da hat er sich schon wieder aufgehangen. Irgendwas haut hier nicht so richtig hin. Also die App ist nicht so toll kompatibel wie die erste. Man ist ja auch noch nicht lange draußen. Wie lange es bei der ersten gedauert hat, weiß ich nicht. Ich habe gleich die perfekte Version runtergeladen. Nicht ein Update war nötig. Und sie lief ruckelfrei. Jetzt inzwischen hier ist es, also hier ist ja wirklich Wahnsinn, wie oft das Ding hier schon zwischendurch hängt. Ist ja, hängt ja schon am Ladebildschirm gleich zu Anfang des Spiels. Das ist schon relativ nervig. Und jetzt auch wieder. Aber passt auf, Freunde. Nein, da ist er wieder. Ein letztes Mal kriegt er noch welche und dann, wir müssen die einfach, die anderen Funktionen muss ich erstmal freispielen hier. Ich denke mal, das macht ein bisschen mehr Effekt noch, als wenn ich jetzt hier sage, die App hier an sich ist schlecht. Vielleicht gibt es auch bald nochmal ein Update. Und in der Zeit kriegt der Boss noch Wecker auf der Mütze. Ich wünsche euch viel Spaß bei den anderen Apps, die noch kommen werden und schon da sind. Und wir sehen uns demnächst wieder mit einer zweiten Version von Kick the Boss 2. Auf Wiederschauen!